Moin, moin, Leute. Ich bin mal wieder unterwegs und habe einen befreundeten Sammler besucht. Den kenne ich mittlerweile schon seit fast 10 Jahren und von ihm habe ich zum Beispiel meine allerersten S70-Seitendeckel bekommen. Und nach den ganzen Jahren darf ich heute endlich mal einen Einblick in seine kleine, aber feine Sammlung machen. Aber klein, aber fein ist, glaube ich, was anderes. Aber seht selbst, ich komme hier aus den Staunen nicht raus. Das ist der Wahnsinn, was er hier zusammengetragen hat. Krass. Ihr seht's schon, wenn ich mir mal leicht drüber schwenke. Regale voll mit Mopeds. Alles, was das Herz begehrt. Ich wäre nicht mehr fertig. Ja. In der anderen Ecke ein paar Krause, du. Naja, gut. Aber wir fangen einfach mal an. Hier drüben seht ihr schon ein paar schöne Schwälbchen stehen? Schrägstrich 1, Schrägstrich 2 Schwalben. Hier Biberbraun, Billardgrün, Saharabraun, alles da. Dann hier daneben gibt es ein Piccolo Krause. Du, der Vorgänger vom normalen Du. Da hatte ich letztens so einen alten Motor bei mir gefunden, falls ihr euch erinnern könnt. Der gehört quasi hier aus so einem Fahrzeug. Aber ich will nicht ablenken. Hier hinten über den Schwalben gibt es nämlich ein paar S51. Hier hinten in der Ecke eine S51 Komfort in Weiß. Daneben ein Sahara-brauner S51 Enduro. Daneben eine silberne S70 Enduro. Und wenn wir einmal bei S70 sind, gleich noch einer in Ibiza-Rot, eine Komfort und daneben eine E1 Enduro, quasi noch mit den Blechkotflügeln vorne. Die späteren hatten ja dann diesen Plastikkotflügel, die E2, die werdet ihr auch noch gleich noch sehen. Dann hier oben ein paar Kindersitze und Beiwagen und originale Tanks. Dann geht es hier schon weiter mit diversen S50, eine S50N. Baujahr 75, daneben eine B in Saftgrün, dann eine kirschrote Elektronik, Baujahr 77 müsste das sein, dann zweimal Rapsgelb in einem mega geilen Zustand. Tja, dann geht es mit ein paar SR50 oder SR80 ist das, glaube ich, sogar weiter. Hier unten noch mal ein paar Schwälbchen, eine olivgrüne Schwalbe S, dann eine 1K, eine rote Schrägstrich 2, ein KR50 steht auch noch in der Ecke. Tja, und dann kommen wir schon wieder in die nächste Ecke. Und ihr seht, S70, der Junge hat alles, der Wahnsinn. Hier eine schöne S70 E2, da eine schöne S70 E2 mit den, wie gesagt, den Plastikkotflügel vorne. Daneben steht versteckt etwas Billardgrünes und die Kenner unter euch werden es schon erkannt haben. Sie hat nämlich keine Blinker. Es ist nämlich eine Billardgrüne S51N. Findet man auch nicht an jeder Ecke, würde ich mal sagen. Hier oben stehen richtig geile erhaltene S51B in Ibiza Rot. Daneben eine S51N, was gar nicht so zur Geltung kommt. Hier liegen überall noch Helme auf den Fahrzeugen drauf. Ein roter Helm für ein rotes Fahrzeug. Hier hinten ein blauer Helm für ein blaues Fahrzeug. Hier daneben ist eine billardgrüne E4 ohne Blinker und ein grüner Helm. Krass. Hier daneben gibt es eine Sahara-braune S51 Elektronik. Eine B2 4 sozusagen. Und in der Ecke nochmal eine S51B. Oben noch ein paar schöne Lackteile. Zack, 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 zack. Richtig geil. So. Hier in der Ecke gibt es noch ein paar SR2, ein schöner dunkelblauer mit Kindersitz. Richtig leckerer Zustand. Würde mir auch gefallen.
zweimal Marone. Dann hier oben erstmal die ganzen Helme. Die Helmfetischisten unter euch, denen wird das bestimmt sicherlich gefallen. Alles, was das Herz begehrt. Und hier oben alles in grün. NVA, GSD, alles Mögliche, was es damals gab von diesen Armeekisten. Komplett original. Naja, sind schon schöne Teile dabei. Eine Etage weiter drunter gibt es einen dunkelblauen Pitti. Nicht schlecht. Der Kollege Stalin hat ja letztes oder vorletztes Jahr einen beigen Pitti in seine Sammlung geholt. Das war schon eine Augenweide. Aber hier so ein dunkelblauer ist natürlich auch nochmal eine Ansage. Dann gibt es einen Wiesel und einen Berliner Roller und noch einen Troll. Daneben ein originales Fahrzeug von der Volkspolizei. Eine ETZ 250 mit passenden Helm. Hier hinten auch nochmal. Und das komplette Outfit der damaligen Polizei für die Fahrzeuge gibt es einmal hier auf der Puppe. Cool, cool. Jetzt sind wir an dieser schönen S70 hier so vorbeigelaufen. Richtig gut. S70 E2. Ach so, ich habe euch ja noch gar nicht in den restlichen Raum gucken lassen. Hier kommt ja noch viel mehr. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Aber wir waren gerade hier in der MZ-Ecke gelandet. Hier oben die ganzen seltenen MZs. Ah, das muss ich von weiter weg filmen, das seht ihr sonst gar nicht so schön. Eine Simson-Leuchtreklame und noch mehr grüne Fahrzeuge. Hier gibt es noch ein paar SR50 oder ein SR80. Alles da. Hier, die ganzen MZ. ETS und was es da nicht alles gab. Ich kenne mich da leider nicht so doll aus in der MZ-Branche. Aber ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für Modelle hier oben seht. Klärt mich auf. Trophies und ES und alles, was das Herz begehrt. Hier unten steht noch mittendrin, ich glaube, Lachsrot oder was das war. Eine Exportvariante. Daneben noch eine AWO und eine EMW. Ein Albatros, mittlerweile auch gut gehandelt. Der Kollege von Moped Garage Wetzel hat gerade so ein Fahrzeug beim Wickel, hat das wieder startklar gemacht und hat gerade ein paar Beiträge dazu hochgeladen. Sehr interessant, schaut vorbei, wenn es euch interessiert. Dann zweimal ein Du, ein -1, quasi die erste Baureihe. Und dann die letzte Baureihe, ein -2. Sehr selten zu finden. Lack Erik hat auch so eins in seiner Sammlung. Wer da mal gucken möchte, der hat auch ein kleines Video dazu mal hochgeladen. Ansonsten gibt es hier noch mehr Goldstaub. Wo fangen wir an am besten? Hier ein schöner Rollka-Anhänger. Was gibt's hier? Etwas Weißes. Aha, ein relativ spätes Modell, Baujahr 90, um genau zu sein. Und die meisten denken, oh, das ist sicherlich eine Komfort, weil sie ist weiß. Aber nein, ab Baujahr 90 oder Baujahr 89 wurde auch die S51B oder 1B in weiß produziert. Und das ist eine stinknormale B, also keine Komfort, weil eine Komfort hätte einen klappbaren Seitenständer und andere Federbeine hinten.
Dann gucken wir mal weiter, was hier noch so steht. Eine schöne S51 Komfort. Haben wir vorhin schon mal im Regal gesehen. Hier gibt es noch eine zweite, gleich mit passendem Helm. Auch wieder in weiß gehalten. Dann daneben, oh, guck doch, eine Sahara braune S70. Ja, kann nicht jeder Sammler von sich behaupten, dass man sowas in der Sammlung hat. Dann ein SR1 in Lindgrün. Daneben eine S51 E4 in Saftgrün. Daneben eine E4 in Ibiza-Rot. Was kommt dann? Eine S51 Enduro in Ibiza-Rot. Die passenden Helme wieder überall oben drauf. Dann, was richtig geil ist, der Kollege hat auch eine Ibiza-Rote S51 Komfort mit eckigen Seitendeckeln. Und daneben steht noch einer, na, wer erkennt's? Richtig, grüne Schutzbleche, das kann nur eine S70 sein, eine 70 Komfort im Billardgrün. Und daneben eine S80 oder eine Export S70 in die Niederlande. Weiße Kotflügel vorne und hinten. Sitzbank ist jetzt gerade nicht die richtige, aber das kann man ja noch schnell tauschen. Und die Abziehbilder sind leider nicht mehr so gut vorhanden. Aber dennoch eine S80. Dann gibt es hier vorne noch zwei richtig schöne ES 175-1 und eine ES 250. Mega geile Kisten. Sowas könnte ich mir auch noch in die Ecke stellen. Aber ich versuche erstmal durchzuklettern, dass ich euch noch ein paar schöne Aufnahmen davon machen kann. Hier hat man wenigstens noch ein bisschen Platz zum Langlaufen. Beim Kollegen Stani letztens, da war es richtig eng, da konnte man sich nicht frei bewegen. Nimm dir mal ein Beispiel, Kollege. So muss das sein. Zugänglich. Der Patinist ist ja genauso ein Kandidat. Alles zugestellt. Geiles Zeug, aber alles zugestellt. Hier nochmal ein schöner Gesamtblick in die Halle. Ach so, hier oben, ja. Oben sind noch zwei Mofas. SL1, beide Varianten. Und Marone Fahrzeuge. Eine Marone RT. Eine /2. Und daneben ist eine Marone /3. Die hat schon die neuere Lenkerabdeckung. Und da daneben eine, ich glaube eine /0, eine IFA RT müsste das sein. Dann hier unten gibt es noch Marone BK 350, eine BK 350 in Schwarz. Und noch ein schönes MZ-Gespann. Schon krass, was er über die Jahre so zusammengetragen hat. Eine schöne Altersvorsorge auf alle Fälle. An der Decke hängen noch zwei alte Fahrräder, auch sehr schön anzusehen, aber Fahrräder stehen hier sowieso überall mal noch dazwischen. Hier ein paar IFA-Fabrikate oder hier vorne im Eingangsbereich noch ein schönes altes Damenrad. Ich hoffe, ich habe nichts weiter vergessen. Ich kann ja mal noch hier diese Leiter mal hochklettern. Das ist ja eigentlich, das bietet sich an.
Ich darf nur nicht abschmieren. Upp. 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 Zack, zack. Was gibt's hier oben noch? Ah, noch ein paar Tanks und ein paar Lagerware, Schutzbleche und einen Anhänger. Richtig geil von hier oben. Schöne Aussicht, kann man nicht meckern. So, ich denke, das habe ich euch erstmal alles gezeigt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Herz da. Irgendwelche Anmerkungen könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Hier steht leider nichts zum Verkauf. Aber ich hoffe, wir sehen uns dennoch in einem meiner nächsten Videos. Bis dann verabschiede ich mich jetzt erstmal bei euch. Macht's gut und ciao. Und wenn ihr mich noch etwas unterstützen wollt und Bock auf ein paar coole Klamotten habt, dann schaut doch mal in meinen Shop vorbei. Ich würde mich freuen.